2021 ist Einar einer der angesagtesten Musiker in Schweden. Er ist erst 19 Jahre alt und trotzdem schon ein Star. Einar ist als Rapper erfolgreich geworden. Seine Musikvideos werden millionenfach angesehen. Er tritt in großen TV-Formaten auf und spielt zahlreiche Konzerte. Auf der Streaming-Plattform Spotify hat Einar bis heute mehr als 1 Million monatliche Hörer. Doch diese märchenhafte Karriere endet an einem Oktoberabend auf besonders brutale Weise. In der Stockholmer Innenstadt werden die Anwohner von 6 Schüssen aufgeschreckt. Nur wenige Minuten später gibt es in den schwedischen Nachrichten eine große Sondermeldung. Eine Person wurde durch die Schüsse tödlich verletzt. Der Tote ist der Rapstar Einar. Im Alter von nur 19 Jahren wurde er erschossen, auf offener Straße, mitten in seiner Heimatstadt Stockholm. Die Anteilnahme in Schweden ist ebenso riesig wie der Schock über die Brutalität des Verbrechens. Rapparen Einar har skjutits till döds i Hammarby Sjöstad enligt uppgifter till oss på Aftonbladet. Allerdings kommt das traurige Ende von Einar nicht für alle überraschend. Denn einigen Personen der Rap-Szene könnte es ein Anliegen gewesen sein, Einar als Konkurrenten auszuschalten. Schon seit längerem schwebte der 19-Jährige in großer Gefahr. Doch wie konnte es so weit kommen? Heutzutage ist es manchmal schwierig, den Überblick zu behalten. Überall gibt es vielversprechende Angebote und Versprechen. Als Konsument ist es gar nicht so einfach, sich vor Augen zu führen, welche Unternehmen und Marken wirklich für Werte stehen, die man vertreten kann und möchte. Umso schöner ist es, dass es Holzkern gibt. Holzkern stellt hochwertige Accessoires aus nachhaltigen Materialien her. Noch dazu kann man mit Holzkernprodukten sicher sein, ein Einzelstück zu besitzen. Die verschiedenen Maserungen der größtenteils natürlichen Materialien machen jedes Schmuckstück zum Unikat. Gerade vor dem herannahenden Valentinstag ist auf Holzkern Verlass. Wer auf der Suche nach einem klassischen, aber persönlichen Geschenk ist, wird garantiert fündig. Lasst euch also nicht erzählen, dass Schmuckverschenken einfallslos sei. Denn mit Holzkern könnt ihr euch sicher sein, ein Stück Individualität zu verschenken. Und auch um sich selbst etwas Gutes zu tun und sich ein Stück Natur in Schmuckform zu schenken, lohnt sich ein Besuch bei Holzkern. Durch die hochwertigen Materialien ist der Schmuck bestens für den Alltag geeignet und wird euch lange ein treuer Begleiter sein. Das Beste ist, dass ihr mit dem Code INSOLITO15 ganze 15% auf eure Bestellung sparen könnt. Folgt einfach dem Link in der Infobox oder dem angepinnten Kommentar und benutzt den Code während des Bestellvorgangs. Ich hoffe, ihr macht euch selbst oder euren Liebsten eine Freude und checkt Holzkern mal aus. Einars Talent fällt früh auf. Schon als Kind interessiert er sich für Rapmusik. Das tun andere in seinem Alter zwar auch, aber er scheint ein besonderes Gespür dafür zu haben. Ich habe gjort det länge. Jag skrev min första text när jag var 6 år. Kanske inte seriöst. Jag skrev den på ett papper. Mitt namn är Nils, jag bor i ett stort hus. Jag har 5 katter och en liten skogsmus. Delade ut den till min klass, förstår du? Sen folk lärde sig den i klassen. Sen wenn Einar rappt, klingt er beinahe so wie die Profis. Im Alter von 10 Jahren beginnt er mit Beats herum zu experimentieren und dazu Texte zu schreiben. Er ist ein Naturtalent und im Alter von 12 Jahren schon eine kleine Lokalberühmtheit. Einars Umfeld glaubt an ihn und seine Begabung. Er lädt Videos auf YouTube hoch und tritt in Parks oder Fußgängerzonen auf, um Erfahrungen zu sammeln. Obwohl er noch sehr jung ist, findet Einar in der Rap-Szene schnell Anklang. Sein Fleiß verschafft ihm viel Respekt und man feiert ihn als eine Art Wunderkind des Hip-Hop. Schon in seiner Kindheit hat Einar es nicht leicht. Als kleiner Junge wird er gemobbt, aber auch er selbst wird zum Täter. Zuerst hat er nur mit der Schule Probleme, später auch mit dem Gesetz. Im Alter von gerade einmal 13 Jahren hat Einar bereits 20 Anzeigen wegen verschiedener Delikte kassiert. Deswegen kommt er in ein Kinderheim. Nur 6 Monate später darf er zurück nach Hause. Alles geht für eine Weile gut, aber im Alter von 16 Jahren wird er wieder in ein Heim geschickt. Seine Erfahrung verarbeitet er in seinen Rap-Texten. Det är mycket tankar just nu som snurrar i mitt huvud, förstår du? Jag har en roll nu, jag har en position nu, jag har mycket
många ungar som lyssnar på mig, förstår du? Jag vill inte att 12-åriga flickor ska skjutas ihjäl, förstår du? Jag vill inte att barnen som lyssnar på mig ska växa upp och bli kriminella, förstår du? 2018 veröffentlicht Einar gemeinsam mit zwei Freunden seine erste Single. Damals ist er erst 16 Jahre alt. Es ist die Zeit, in der er im Kinderheim wohnt. Und nicht mal ein Jahr später folgt dann das Lied, das für Einar alles verändert. Sein Song Katni Trakten geht in Schweden viral. Mit einem Mal hat der junge Rapper es in den Mainstream geschafft. Radiosender spielen seinen Hit rauf und runter, er wird in großen Playlists platziert und mit wichtigen Musikpreisen ausgezeichnet. Och vinnaren är Katten i Trakten! Amy Einar! Shit. Noch im selben Jahr veröffentlicht Einar sein Debütalbum. Er kann mühelos an den Erfolg seines ersten großen Hits anknüpfen. Von keinem anderen schwedischen Künstler werden 2019 innerhalb des Landes so viele Songs gestreamt wie von Einar. Die Erfolgsgeschichte, die damals unaufhaltsam scheint, wird letztendlich von kurzer Dauer sein. Mit dem Erfolg schlägt dem Teenager auch eine Menge Hass entgegen. Einige feiern Einar für seine Ehrlichkeit, andere nehmen ihn als Bedrohung wahr. In der schwedischen Rap-Industrie treiben sich einige Personen herum, die enge Verbindungen zur Gangkriminalität haben. Traditionell lebt Rap-Musik von kleineren Streitereien und Beefs. Das ist bei Einar nicht anders. Er disst auf seinen Tracks andere Rapper, die ihn in anderen Songs ebenfalls beleidigen. Es gibt die ein oder andere Auseinandersetzung. Aber schon bald nimmt das Ganze Ausmaße an, die für viele von uns unvorstellbar sein dürfte. Denn Einar wird entführt. Mehrere Personen aus unterschiedlichen Gangs tun sich zusammen und entwickeln einen Plan. Sie wollen Einar entführen. Der junge Rapper soll so eingeschüchtert und erpresst werden. Unter den beteiligten Personen sind auch einige andere Künstler aus dem Rap-Genre. Sie erhoffen sich, ihrem Konkurrenten durch die Entführung den Wind aus den Segeln zu nehmen. Im März 2020 bringen mehrere Männer den damals erst 17 Jahre alten Einar in ihre Gewalt. Seine Entführer ziehen ihm Frauenunterwäsche an und fotografieren den wehrlosen Rapper. Über Stunden hinweg wird er systematisch erniedrigt und mit verschiedenen Waffen bedroht. Außerdem nehmen sie Einar Wertgegenstände wie seine Uhr und Schmuck ab. Insgesamt erbeuten sie Gegenstände im Wert von umgerechnet etwa 27.000 Euro. Die Entführer lassen Einar wieder frei, verlangen aber eine Geldzahlung in Höhe von 3 Millionen schwedischen Kronen. Das sind umgerechnet ungefähr 270.000 Euro. Andernfalls würden sie die Fotos der Entführung in den sozialen Medien verbreiten. Einar entscheidet sich gegen die Zahlung des geforderten Geldbetrags. Daraufhin kursieren die erniedrigenden Bilder des damals erst 17-Jährigen im Internet. Sie zeigen Einar mit blutverschmiertem Gesicht, einem Messer am Hals und bis auf die Unterwäsche ausgezogen. Auf Videoaufnahmen soll auch zu sehen sein, wie der Jugendliche mit Spielzeugen vergewaltigt wird. In den Medien schlägt seine Entführung hohe Wellen. Einar erhält sofort Schutz durch die Polizei. Das rettet ihm vermutlich vorerst das Leben. Denn wie später bekannt wird, planten die Entführer, eine Bombe vor Einars Haus zu platzieren. Der Plan scheitert nur wegen der Polizeipatrouille, die Einars Wohnhaus rund um die Uhr bewacht. Einar bleibt kaum etwas anderes übrig, als transparent mit dem Erlebten umzugehen. Zumindest wenn er seine Karriere nicht aufgeben möchte. Die folgenden Monate verbringt Einar viel Zeit im Ausland und auf Reisen. Einar verarbeitet die Entführung auch in seiner Musik, die trotz des Skandals weiterhin die schwedischen Charts aufmischt. Auf seinen Social-Media-Profilen tauchen immer wieder Kommentare auf, die direkte Drohungen beinhalten. Es wird geschrieben, er solle sich nicht wundern, wenn ihm bald etwas zustoßen würde. Sollten seine Rivalen sich erhofft haben, ihn eingeschüchtert zu haben, haben sie sich aber getäuscht. Einar macht weiter. Bis zum 21. Oktober 2021.
Nach Einars Entführung kommt es zu einem großen Gerichtsprozess, der in den schwedischen Nachrichten zu einem Dauerthema wird. Insgesamt werden 12 Personen im Zusammenhang mit der Entführung des mittlerweile 19-Jährigen angeklagt. Im Sommer 2021 fällt das Gericht ein Urteil. Mehrere Personen werden verurteilt. Darunter Mitglieder berüchtigt krimineller Gangs, aber auch sehr bekannte Namen aus der schwedischen Musikindustrie. Yasin und Havel. Genau wie Einar sind beide landesweit bekannte Rapper, die regelmäßig Charterfolge erzielen. Der Rapper Yasin wird wegen der Planung der Entführung von Einar zu einer Haftstrafe von 10 Monaten verurteilt. Er soll den Plan entwickelt haben, Einar in einem Tonstudio zu treffen und dann in sein Auto zu locken. Allerdings soll die Idee der Entführung schon existiert haben, bevor Yasin eingeweiht wurde. Yasin soll vor allem als Mittelsmann agiert und Informationen zwischen anderen Beteiligten an der Entführung vermittelt haben. Letztendlich sei der Plan zwar ohne Yasin ausgeführt worden, allerdings befindet das Gericht ihn trotzdem als schuldig, weil er von der Entführung wusste. Yasin selbst streitet jegliche Beteiligung trotz des Urteils ab. Der Prozess gegen Yasin ist Teil einer größeren Verhandlung gegen die Vorbühn-Gang. Etwa 27 Personen, darunter eben auch Yasin, werden wegen schwerer Verbrechen, darunter versuchter Mord, Raub und Erpressung, zu insgesamt 147 Jahren verurteilt. Der Anführer des Netzwerks, Shibab Lamouri, erhält die längste Strafe. 17 Jahre und 10 Monate im Gefängnis. Lamouri soll die Entführung ursprünglich gemeinsam mit Yasin geplant haben. Der zweite Rapper, der in Verbindung mit Einars Entführung verurteilt wird, ist Havel. Er wird wegen direkter Beteiligung an der Entführung von Einar und Raubes zu 2,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Einar selbst hat während des gesamten Prozesses nicht ein einziges Mal gegen Yasin und Havel ausgesagt. Stattdessen erscheint Einars Mutter vor Gericht. Sie erzählt, ihr Sohn habe seine Entführung zunächst gar nicht anzeigen wollen. Offenbar aus Angst vor weiteren Taten der Entführer. Stattdessen sei sie, seine Mutter, es gewesen, die den Fall überhaupt erst zur Anzeige brachte. Aber auch nach der Verurteilung von Yasin, Havel und anderen Mitgliedern der Vorbühn-Gang wird es um Einar nicht ruhiger. Am 9. Oktober 2021 gibt es in Stockholm einen großen Polizeieinsatz. Im Pub Nosh & Chow in der schwedischen Hauptstadt gibt es einen Angriff. Ein junger Mann wurde mit einem Messer schwer verletzt. Zuvor soll es in dem Pub einen Streit zwischen zwei rivalisierenden Gangs gegeben haben. Die Polizei nimmt vor Ort 3 Tatverdächtige fest. Unter ihnen ist auch Einar. Der 19-Jährige und die 2 weiteren Verdächtigen werden aus Mangel an Beweisen wieder freigelassen. Trotzdem laufen gegen Einar und die beiden anderen Ermittlungen wegen versuchten Mordes. In den Medien wird spekuliert, der gewaltsame Streit könnte im Zusammenhang mit Einars Entführung und dem Prozess gegen Yasin und Havel stehen. Ende Oktober 2021 soll Einar eigentlich ohnehin vor Gericht erscheinen. Denn Yasin hat ein Berufungsverfahren eingelegt. In den neuen Verhandlungen soll Einar nun endlich persönlich vor Gericht gegen seinen Entführer aussagen. Doch dazu wird es nicht mehr kommen. Denn am 21. Oktober 2021 hören Anwohner in Hammarby-Sjöstad 6 Schüsse. Schon bevor Einar gemeinsam mit einem Kumpel aus der Haustür tritt, hören die beiden Schüsse. Einars Bekannter, ein Mitglied der Gang Death Patrol, hält den 19-Jährigen daraufhin zurück. Die beiden Männer warten kurz, aber alles bleibt ruhig. Als Einar die Haustür öffnet und nach draußen tritt, wird das Feuer erneut eröffnet. Er schafft es noch zum Haupttor des Grundstückes zu rennen und will es öffnen, um zu fliehen. Aber er hat den falschen Schlüssel dabei. Die Schüsse treffen den 19-Jährigen aus einer Distanz von nur etwa 1,5 Metern in den Kopf und in die Brust. Direkt vor seiner Wohnungstür haben 2 unbekannte Täter auf ihn gewartet und ihn unvermittelt niedergeschossen. Obwohl Rettungskräfte schnell vor Ort sind, können sie nichts mehr für den 19-Jährigen tun. Er wird noch am Tatort für tot erklärt. Parallelt med det så inleder vi en insats, jakten på gärningsmannen eller männen. Vår arbetshypotes är att det är fler än en person som har avlossat de här skotten eller är misstänkta gärningsmän. Och den har pågått hela natten i olika faser.
På brottsplatsen har vi haft kriminaltekniker och flera specialsökhundar, bland annat brottsplatsundersökande hundekipage som söker efter DNA och vapenhundekipage som söker efter vapen. Zeugen geben an, sie hätten gesehen, wie zwei Männer vom Tatort weggerannt seien. Beide seien dunkel gekleidet und maskiert gewesen. Einer von ihnen sei ungefähr 1,70 Meter groß gewesen. Beide Männer seien zu Fuß geflohen. Ein Fahrzeug wurde nicht beobachtet. Ein anderer Zeuge glaubt, er sei den Tätern auf einer Brücke über dem Sicklerkanal begegnet. Örtlichkeit und Zeitpunkt der Zeugenmeldung passen. Allerdings konnte der Beobachter keine Gesichter erkennen. Er sagt aus, er habe sich schnell umgedreht und sei in die entgegengesetzte Richtung gelaufen. Die beiden Männer hätten zwar ruhig und zielstrebig gewirkt, ihm aber auch ein schlechtes Gefühl gegeben. Die beiden Täter können an diesem Abend entkommen. Mit dem Mord auf offener Straße entbrennt in Schweden eine politische Debatte. Der Tod des populären Musikers stellt viele Probleme in den Raum, die jahrelang unter der Oberfläche der schwedischen Gesellschaft brodelten. Schnell wird in den Medien darüber spekuliert, dass der Mord an Einar ein trauriger Höhepunkt in den Gangkonflikten sein könnte. Und damit sind diese Auseinandersetzungen mit einmal im Mainstream angekommen. Zwar hat es in diesem Kontext auch schon zu Vorfälle von Waffengewalt in Schweden gegeben, aber oft wurden diese Delikte als Vorkommnisse gesehen, die es nur in den gängigen Problemvierteln mit ärmeren Teilen der Bevölkerung gibt. Einars Tod ändert das. Denn er wird mitten in Stockholm, in einer wohlhabenden Wohngegend, ermordet. Dadurch bewegt sich die Debatte in eine andere Richtung. Einige Gesetzgeber, Zeitungen und auch Eltern stellen die Rolle der Musik in Frage, die in diesem Fall ein zentraler Faktor ist. Ähnlich wie in den 90er Jahren entbrennt eine Diskussion um den sogenannten Gangster-Rap. Auch der damalige schwedische Innenminister Mikael Damberg sagt kurz nach dem Mord an Einar, die Musikrichtung könne junge Leute durchaus in die Gangkultur treiben. In diesem Zuge spricht er sich für eine strengere Strafverfolgung aus. Jag tror att det här är ett av våra största samhällsproblem. Jag tycker det och jag tror att det här väcker ännu mer ilska mot de här kriminella gängen som terroriserar oss, minskar vår trygghet. Men jag tror att det gör mig ännu mer beslutsam att vi måste göra mer för att växa polisen. Att skärpa straffen, att se till att polisen får rätt verktyg att faktiskt sätta de här gängkriminella i fängelse så att de inte terroriserar oss. Konservative Politiker fordern die Musik von Rappern, die sich öffentlich zu Gangs positionieren, aus den Playlisten der schwedischen Radiosender zu entfernen. In einem Statement schreibt Einars Mutter Lena Nilsson: Die meisten Leute, die rappen, sind keine Kriminellen, sie sind Künstler. Sie erzählen von einer schrecklichen Realität, die wir in Schweden haben. Sie scheint also nicht zu den Personen zu gehören, die Gangster-Rap per se verurteilen. Vielmehr deutet sie an, dass die strukturellen Unzulänglichkeiten Schuld am Tod ihres Sohnes seien. Auch Sebbe Stux, der selbst einmal im Gangster-Rap unterwegs war, stimmt dieser Auffassung zu. Mittlerweile hat er eine Hilfsorganisation gegründet, um Menschen aus der Gangkriminalität zu helfen. Er sagt in einem Interview, die Politiker hätten die Menschen in den ärmeren Vierteln Schwedens jahrelang sich selbst überlassen. Projekte zur Verbesserung der Wohn- und Bildungssituation hätten schlicht nicht ausgereicht. Er fasst das Ganze wie folgt zusammen. Sie haben versucht, alles unter den Teppich zu kehren. Aber nach dem Mord an Einar ist der Teppich nicht groß genug. Ich habe 35 Freunde, die sind tot. Er war Nummer 35. 34 vor ihm. Der Fall zieht noch erhebliche Nachwirkungen hinter sich her. Vielleicht erinnert ihr euch noch an das Detail, dass Einar bei seinem Tod mit einem Mitglied der Gang Death Patrol unterwegs gewesen sein soll. Bei diesem Mann soll es sich Medienberichten zufolge um Mehdi Sachit gehandelt haben. Er gab Medienvertretern nach dem Mord an Einar ein Interview. Darin erzählt er, er würde nur in schusssicheren Westen herumlaufen und ständig seinen Wohnort wechseln, aus Angst ebenfalls ermordet zu werden. Im Laufe der Ermittlung gerät er in Verdacht, den Mord an Einar mitorganisiert zu haben. Demnach könnte er sich an dem Tag des Mordes mit Einar getroffen und ihn bewusst nach draußen gelockt haben, als seine mutmaßlichen Komplizen mit einer Schusswaffe draußen warteten. Er wird von der Polizei auch als Verdächtiger befragt. Wie fundiert der Verdacht gegen Mehdi Sachit gewesen ist, ist unklar.
feststeht, dass man ihn in Zukunft nicht mehr befragen können wird. Denn an Weihnachten 2022 wird Mehdi Sachid erschossen. Am Tag darauf gibt es eine Explosion in einem Stockholmer Stadtteil, bei der ein Vertrauter von Mehdi Sachid schwer verletzt wird. Die Polizei untersucht auch einen möglichen Zusammenhang mit einer Schießerei und einer Explosion an Silvester und am Neujahrstag 2023. Auch nach mehr als einem Jahr nach seiner Ermordung scheint der Fall Aina noch nicht zu Ende zu sein. Ein Experte fasst die unübersichtliche Lage in einem Fernsehinterview zusammen. Om det är så som mord ser ut idag, att man ofta beställer dem, som vi har lärt oss i de krypterade chattarna till exempel, så är det inte säkert att den som har problemet eller konflikten ens går i närheten av själva dådet, utan det kan finnas en eller två eller tre mellanhänder bort och sen så hamnar vapnet i händerna på någon 17-åring, 18-åring som absolut inte har någonting med saken att göra. Och det är väldigt svårt för polisen att punktmarkera den typen av personer. Auch im Fall Aina wird die These eines Auftragsmordes untersucht. 2022 wird berichtet, dass die schwedische Polizei einen Hauptverdächtigen in Gewahrsam habe. Der Mann ist wegen mehrerer schwerer Verbrechen inhaftiert und wird als potenzieller Schütze im Mordfall Aina gehandelt. Genauere Informationen zu seiner Identität oder den Drahtziehern hinter dem möglichen Auftragsmord gibt es bislang nicht. Es wird nur berichtet, dass zwei kriminelle Netzwerke sich möglicherweise zusammengeschlossen hätten, um Aina auszuschalten. Das Aftonbladet berichtet von einem angeblichen Kopfgeld in Höhe von 1 Million schwedischen Kronen, das auf Aina ausgesetzt worden sein soll. Die schwedische Polizei geht so weit zu sagen, sie wisse, wer Aina erschossen habe. Allerdings fehlen die Beweise für eine Anklage. Der Fall ist in einer Art Sackgasse. Bis heute gilt der Mord an Aina damit als ungelöst. Dennoch wird es als wahrscheinlich angesehen, dass Aina ein weiteres Todesopfer der in Schweden immer weiter ansteigenden Gangkriminalität ist. Ein Experte erklärt in einem Interview, dass viele Rapper, die mit kriminellen Gangs verkehren, den Rückhalt der Banden haben. Etwa, weil sie in denselben Vierteln aufgewachsen sind. Bei Aina sei das anders gewesen. Er habe sich im Laufe seiner jungen Karriere in vielen verschiedenen Kreisen bewegt. Durch die Kontakte zu mehreren unterschiedlichen Gangs hatte er deutlich weniger Rückhalt als seine Konkurrenten, was ihn wiederum angreifbarer macht. Über die Hintergründe sind zahlreiche Gerüchte und Theorien im Umlauf. Eine der populärsten Annahmen bezieht sich auf den Rapper Havel, der schon wegen der Entführung von Aina verurteilt wurde. Einige Monate nach der Entführung von Aina durch Havel Yassin und anderen Mitgliedern der Vorbühnen-Gang wird der Bruder von Havel vor seiner eigenen Haustür ermordet. Der Mörder kann nicht gefasst werden. Allerdings beobachten Zeugen, wie auf einem Elektroscooter der Marke Voi die Flucht ergreift. Und nur wenige Tage nach dem Mord an Havels Bruder erscheint ein Song von Aina, der den Titel Voi trägt. Auf dem Cover sieht man einen Scooter von eben dieser Marke. Viele fassen den Song als einen Diss-Track gegen Havel auf und stellen eine Verbindung zu dem Mord an seinem Bruder her. Auch in dem Song Danza glauben einige einen Hinweis auf den Mord an Havels Bruder zu erkennen. Darin rappt Aina: Yalla, lass uns sehen, wer von uns beiden der mutigste ist. Bruder, ich werde heute Nacht an deinem Block anhalten und Blut vergießen. Wenn du weg bist, sorge ich dafür, dass dein Bruder... Schon damals spekuliert man, Aina könnte Havels Bruder aus Rache für die Entführung ermordet haben. Auch die Polizei geht dieser Spur nach. Dieser Ansatz könnte eine Erklärung dafür sein, warum Aina sich weigerte, gegen Yassin und Havel auszusagen. Gewissermaßen könnte er den Fall durch einen Mord an Havels Bruder selbst in die Hand genommen haben. Dennoch sollte Aina Ende Oktober 2021 vor dem Berufungsgericht gegen Yassin aussagen. Wie nach seinem Tod bekannt wurde, hatte das Gericht sogar schon beantragt, Aina notfalls von der Polizei abholen zu lassen, um einen Auftritt vor Gericht zu erzwingen. Möglicherweise könnte Ainas Ermordung zur Sicherstellung seines ewigen Schweigens gedient haben. Auch die Messerstecherei, in die Aina nur wenige Tage vor seinem Tod verwickelt war, könnte ein Auslöser für den Mord an ihm gewesen sein. In Medienberichten hieß es ja immerhin, es habe sich um eine Streiterei unter Gangs gehandelt. Die Zeitung Expressen schreibt außerdem, der Verletzte habe mit der Ermordung der Täter gedroht. Demnach soll er die Drohung im schwer verletzten Zustand mit seinem eigenen Blut auf den Boden des Pubs geschrieben haben, in dem sich der Angriff ereignete. Der Verletzte soll daraufhin wegen Verschwörung zum Mord angezeigt worden sein.
Laut Insider-Informationen sei diese Anzeige aber nicht im Zusammenhang mit dem Mord an Einar eingegangen. Anfang 2023 wird der Gang-Anführer Mario Golzar-Mia zu einer Freiheitsstrafe von 13 Jahren verurteilt. Unter anderem wegen seiner Beteiligung an der Planung und Durchführung der Entführung von Einar. Anders als Yassin und Havel entstand er nicht dem Vorbi-Netzwerk, sondern dem Dahlen Networkhead, einer Gang aus Einars Heimatstadt. Beide Gangs sollen sich demnach für die Entführung zusammengetan haben. Ein interessanter Punkt, weil selbiges ja auch für den Mord an Einar vermutet wird. Es liegt nahe, dass die Vorbin und Dalen Gang auch im Mordfall im Fokus stehen. Noch während er seine Haftstrafe für die Entführung von Einar verbüßt, veröffentlicht Havel im Juni 2022 ein neues Album. Darauf gibt es auch einen Track mit seinem Komplizen Yassin. Der Song namens Maria soll sich möglicherweise auf Einar beziehen. Dabei rappen die beiden unter anderem: Dachte, irgendein Lied sei fett und jetzt sei ich eine Katze. Sagte, sie habe Gerüchte gehört, Leute auf der Flucht. Schickt Schweden hat es. Kaba bitch, Gangster Snitches. Fick mit uns, fick mit Killer. Die ersten beiden Zeilen sind ein direkter Bezug auf Cut Nitrakten, den Song, mit dem Einar 2019 in ganz Schweden berühmt wurde. In den letzten Zeilen sehen viele Zuhörer eine Art Geständnis. Immerhin bezeichnen sie sich selber als Killer. Was für Rap aber auch nicht unbedingt untypisch ist. Aber in diesem Zusammenhang, wo es eine Entführung und auch einen Mordfall gegeben hat, ist es vielleicht anders. Bis heute konnten aber nicht genügend Beweise gesammelt werden, um jemanden wegen des Mordes an Einar anzuklagen. Was zurückbleibt, ist seine Musik und eine ganze Generation junger Schweden, die durch seine Kunst geprägt wurde. Und eine nach wie vor große Diskussion rund um die Themen Waffengewalt, Gangkriminalität und strukturelle Probleme in Schweden. Der Mord an Einar erinnert unweigerlich ein wenig an den gewaltsamen Tod von Tupac Shakur. Mit dem Unterschied, dass Tupac in den 90er Jahren in den USA erschossen wurde. Einar hingegen starb 2021 mitten auf den Straßen Stockholms in Schweden, einem Land, das wir in Deutschland oft idealisieren. Und ähnlich wie Tupac ist der Fall von Einar ein Verbrechen, das definitiv aufgeklärt werden könnte. Was es braucht, sind fundierte Aussagen von Beteiligten, die ihr Schweigen brechen. Und für die Angehörigen von Einar bleibt zu hoffen, dass das bald passieren wird. Sollte es in diesem komplexen Fall etwas Neues geben, lade ich euch ein Update auf dem Zweitkanal hoch. Falls ihr Insolito Crime News noch nicht kennt, zweimal wöchentlich gibt es dort etwas kürzere Videos zu Cold Cases und laufenden Kriminalfällen. Schaut also gern mal dort vorbei. Den Link dazu findet ihr in der Infobox. Und nochmal kurz zur Erinnerung, checkt Holzkern gern mal aus. Alle Links sowie den Rabattcode Insolito15 findet ihr auch in der Infobox. Sollte das heutige Video euch gefallen haben, hinterlasst gerne ein Like, Kommentar und oder Abo. Und aktiviert auch gerne die Glocke. Denn so bekommt das Video kurz nach dem Upload viel Interaktion und das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das Video Leuten vorgeschlagen wird, die Insolito noch nicht abonniert haben. Vielen Dank schon einmal im Voraus und auch vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen guten Morgen, Mittag oder Abend oder je nachdem, wann ihr das Video seht und hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Ciao, Leute.